Jo liebe Leute, Theo hier und heute geht's weiter mit meinem Faktenformat und heute ist schon wieder eine Art Antagonist auf dem Zettel, auch wenn man ihn nicht richtig ernst nehmen kann, und zwar Wario. Außerdem noch eine kleine Ankündigung, ich habe mich jetzt entschieden, heute Abend um 18 Uhr werde ich hier livestreamen und werde Mario Kart 8 Deluxe starten, ein Turnier mit euch Leute, schaltet ein, es wird lustig, um 18 Uhr. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Fakt über Wario. Wolltet ihr schon immer wissen, wie viel Wario eigentlich wiegt, weil ziemlich dick sieht er nun mal aus, er ist aber auch nicht so groß Leute, um genau zu sein ist er 1,60 Meter. Groß, was ja relativ klein ist. Und in dem 2003 erschienenen Spiel Wario World für den Nintendo GameCube stand in der Beschreibung, dass er 140 Kilo wiegt, was sogar mehr als Donkey Kong ist, Leute. Also er ist 1,60 groß und wiegt 140 Kilo. Das ist wirklich eine Hausnummer. Und das würde man jetzt gar nicht vermuten. Aber da er auch einen großen Anteil an Muskulatur hat, anscheinend einen sehr, sehr großen, kommen diese 140 Kilo zustande. Mario und Luigi sind Brüder. Da müssten ja Wario und Waluigi theoretisch auch Brüder sein, weil sie sozusagen der Gegenpart sind, Leute. Aber nein. Das ist nämlich der nächste Fakt. Wario und Waluigi sind in Wirklichkeit gar keine Brüder. Und allgemein, die Verbindung, ob es überhaupt eine Blutlinie gibt, die sie beiden verbindet, ist bis heute noch unklar und Nintendo hat dazu auch noch keine richtige Aussage rausgehauen. Außer in Melee wurde einmal gesagt, dass halt die Verbindung unklar ist. Das ist die einzige Aussage und ansonsten kann man nur spekulieren. Vielleicht sind sie ja einfach nur ziemlich gute Freunde. Warios allererster Auftritt war am 21. Oktober 1992 in Mario Land 2. 6 Golden Coins, Leute. Und ich feiere das Spiel heute noch. Damals sollte er einfach nur Bad Mario heißen, also böser Mario. Später hat sich Nintendo dann aber für Wario entschieden und sie haben das M einfach umgedreht zu einem W. Auch auf dem Schloss, was er eingenommen hatte, was ja eigentlich Marios Schloss war, was ja Wario eingenommen hatte, stand das W. Und das Charakterdesign sah damals auch schon ziemlich komisch aus. Er war irgendwie 2 Köpfe größer als Mario, hatte einen riesigen Kopf und war allgemein viel größer. Obwohl jetzt, nach heutigem Stand, sind sie ungefähr gleich groß und Wario ist, glaube ich, sogar einen Tick kleiner. Da hat sich auf jeden Fall auch eine Menge getan. Der nächste Fakt ist ziemlich lustig und zwar in der originalen Fassung von Wario Land 2 im Japanischen wurde Wario besoffen, wenn er von den Pinguinen beworfen wurde. Da gibt es so komische Pinguine, Leute, die haben so Biergläser auf Wario geworfen und dann wurde er besoffen, ist dann so ein bisschen von links nach rechts getaumelt und man konnte ihn nicht mehr richtig steuern. Und da das ja Alkohol ist in so einem Kinderspiel, haben sie es dann zensiert für die anderen Fassungen. Da haben sie die Bierkrüge dann mit Bällen ausgetauscht und Wario wurde einfach nur komisch verwirrt. Wario ist immer so ein bisschen der nicht ernstzunehmende Bösewicht aus der Mario-Spielreihe, also er ist noch weniger ernst zu nehmen als Bowser schon. Aber wusstet ihr, dass Mario und Wario auch ein Spiel zusammen haben und das Spiel heißt sogar Mario and Wario? Das Ganze kam für den SNES am 27. August 1993 raus und war so ein kleiner Puzzler, wo Mario einen Eimer auf den Kopf gesetzt hat und man musste dann mit Hilfe der SNES-Maus, die ja so ein Zubehör war damals, und per Point and Click musste man Mario letztendlich den Weg ebnen und freiräumen, weil er ja nicht sehen konnte durch den Eimer auf seinen Kopf. Und dieser Eimer ist sogar in vielen großen Nintendo-Spielen später noch als Referenz aufgetaucht, als kleines Easter Egg. Das Spiel ist leider nur in Japan rausgekommen, aber ich habe es mir mal reingezogen. Es sieht wirklich ziemlich lustig aus, wie ihr ja gerade hier seht, Leute. Ja, Leute, das waren 5 Fakten zu Wario. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele ihr noch nicht kanntet. Heute Abend, 18 Uhr, geht's los mit dem Turnier, mit dem Mario Kart 8 Deluxe Turnier, Leute. Ich glaube, ich werde richtig verkacken. Ich freue mich aber auf euch, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.